Jahren fördert die Kunststiftung Baden-Württemberg junge Künstlerinnen und Künstler. Die Kunststiftung unterstützt ihre Stipendiaten finanziell, aber auch mit ihrem Netzwerk und mit Öffentlichkeitsarbeit. Anlässlich dieses Jubiläums zeigt das ZKM Karlsruhe beispielhafte Werke aktueller und ehemaliger Stipendiatinnen in der Ausstellung Resonanzen 40 Jahre Kunststiftung Baden-Württemberg. Darunter sind Installationen, Skulpturen, Malereien, Fotografien und Videos. Begleitet wird die Ausstellung durch ein umfangreiches Rahmenprogramm aus Live-Performances, Konzerten und Lesungen. Das bin also ich, wie ich das Land durchquere, es mir erschließe. Und ich trage eine große Lampe an der Stirn, einen Detektor für außergewöhnliche Vorkommnisse. Raketenschuh-Test Nummer 1. Jeden Freitagnachmittag finden diese direkt in der Ausstellung statt. Der Künstler Peter Zimmermann hat eigens hierfür eine Bühne gestaltet. Der aktuelle Stipendiat Andreas Arndt reiste für seine Installation nach Schweden auf eine vom Menschen unbewohnte Insel. Hier begab er sich auf die Spuren einer Biberfamilie. Mit Kostüm und Kamerahelm versuchte er sich in die Biber hineinzuversetzen. Schwerpunkt der Ausstellung sind ortsbezogene Arbeiten, die neu für die Präsentation am ZKM entstehen. Werke von Ulrike Fleig, Carsten Födinger, Astrid Schindler und Martin Pfeifle. Seit 1977 wurden von der Kunststiftung über 1100 junge Künstler in den Bereichen Bildende Kunst, Musik, Darstellende Kunst und Literatur gefördert. Indem die Ausstellung auch Werke ehemaliger Stipendiaten zeigt, dokumentiert sie den Stellenwert dieser Förderung für deren künstlerische Entwicklung. Die Ausstellung verdeutlicht damit, wie bedeutsam gerade die individuelle Förderung von jungen Künstlerinnen und Künstlern durch das Land Baden-Württemberg ist.